Tachchen, liebe Sportskameraden, euer Görg hier. Willkommen zu Tag 5 des Ägypten-Vlogs. Und ich laufe hier gerade mit meinem Kameramann und Cutter sozusagen, mit dem Matthias, zum Frühstück. Vorher war ich schon trainieren und ihr fragt euch ja, wieso ist jetzt hier so gute Videoqualität, so toll geschnitten. Das kann der Görki natürlich nicht alleine und dafür ist hier der Matthias zuständig. Und er hat eine sehr, sehr geile Kamera mit dabei in Ägypten. Bestes Material, eine Blackmagic Pocket. Genau. Voll ausgerüstet. Was kann man dazu sagen? Blackmagic Pocket ist ein total geiles, kleines Werkzeug, kleine Kamera. Auf jeden Fall nichts für einen Amateur oder so Halbprofi, weil das ist echt, du kannst die Kamera nicht einfach aus dem Kästen nehmen und losfilmen. Du musst sie echt ein bisschen noch ausrüsten und upgraden quasi. Aber dann hast du eine Kamera, die nicht viel größer ist als dein iPhone und ihr habt die Bilder gesehen und das ist noch mit YouTube-Komprimierung, also auf dem Rechner. Das ist der absolute Wahnsinn. Kinoqualität auf so Görkis Kanal. Ja, ihr werdet wahrscheinlich dann irgendwann enttäuscht sein, wenn die Qualität nicht mehr vorhanden ist. Aber es ist auch verdammt viel Arbeit. Ne? Also viele denken ja, hier, wir sind hier zum Urlaub machen. Das ist leider nicht der Fall. Der Matthias, der schneidet bis früh am Morgen die Videos für meinen Kanal. Vor allem auch diesen Vlog. Ihr werdet die nächsten Bilder wieder sehen, die sehr schick aussehen werden. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt unser Frühstück verdient. Wir werden gleich wieder ein paar Sportler interviewen. Die Interviews kommen auch bald später. Ich war natürlich heute Morgen vor dem Frühstück schon trainieren. Jetzt hoffe ich auf ein bisschen gutes Essen und dann sehen wir uns bis später. Haut rein. Ciao. Übrigens, der Matthias, ganz vergessen, war schon in der Müllermilch-Werbung, ne? Stimmt. Vielleicht kennt ihr das Gesicht irgendwoher. So. Ja, Sportskameraden, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich hier nicht im Urlaub nur, sondern hier gibt es auch das Event Champion des Jahres, worum sich eigentlich alles hier dreht und hier wählen sozusagen die besten Sportler sich untereinander. Hier sind nur Sportler eingeladen, die vielleicht einen WM- und EM-Titel haben oder eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewonnen haben. Und die Sportler haben sich untereinander gewählt, haben 5 nominiert. Einer davon hat dieses Jahr die Chance zu gewinnen. Und dann kann er natürlich jedes Jahr wieder kommen, hat so eine Art Wildcard für jedes Jahr, wenn er hier gewinnt und bekommt auch noch ein Auto geschenkt. Und für die Sportler ist es ein Riesen-Event und eine Woche auch wirklich relaxing von den harten Trainingseinheiten. Und diese 5 Nominierten, wie gesagt, die habe ich jetzt gleich hier und die müssen sich erstmal beweisen und mal schauen, wer sich am besten schlägt. Viel Spaß damit. Ja, hier haben wir die 5 nominierten Sportler. Einmal von links nach rechts Felix Loch, Rennrodler, dann hier Patrick Hausding, Wasserspringer, Christina Vogel, Bahnrennradfahrerin, dann Erik Frenzel, nordischer Kombinierer und Sebastian Brendel, einmal Kanute. Und wir haben 5 Fragen und sozusagen spiegelt so, dass ich dir eine Frage stelle und du dann in der Sicht des anderen antwortest sozusagen. Ja? Der die lustigste Antwort gibt, der fährt nachher mit mir eine Runde mit den elektrischen ferngesteuerten Autos. Und seid ihr bereit? Wir legen einfach mal los. Aber ich in sein oder in irgendeiner in Sicht? In seiner Sicht, okay. Genau. Was war dein sportlicher oder dein größter sportlicher Erfolg? Als ich das Wasserspringen begonnen habe, nein. ja, die Medaille. Meine erste Medaille beim Springen. Die erste Medaille, was für ein? Egal. Aber war auf jeden Fall. Hauptsache die erste Medaille. Okay, sehr cool. Der erste war ich schon bei 4. Okay. Verdammt. Weiß keiner. Welchen Spitznamen hat dein Partner für dich? Sprintsau. Die Sprintsau, okay. Warum bist du im Armdrücken besser als alle anderen? Ja, schaut mal, die selbst haben gesagt alles, oder? Wenn ich kein Sportler wäre, was würde ich da machen? Was denkst du dann? Die Antwort kommt mir gerade sehr. Also ich glaube, Türsteher würde ganz gut passen. Auch hierauf kann ich im Urlaub nicht verzichten. Kühles Bier. Okay. Für dich antworten. Ja, jetzt haben wir hier ein paar coole, lustige Antworten. Was würdet ihr denn sagen? Wer hat die beste Antwort geliefert? Ich glaube, die Sprintsau. Ich glaube auch, ja. Dann haben wir einen Sieger, die Sprintsau, Patrick. Wir müssen einmal eine Runde fahren. Und dann muss ich natürlich nochmal beweisen. Und wenn du da gut abschneidest, ich glaube, dann hast du vielleicht auch gute Chancen nachher auf den Titel hier beim Champion des Jahres. Und genau. Das ist sehr entscheidend. Ich bedanke mich recht herzlich. Felix, Patrick, wir sehen uns jetzt gleich noch. Und Christina, Erik, Sebastian, vielen Dank. Und dann wünsche ich euch allen natürlich viel Erfolg. Nicht nur dir, Patrick, aber kannst du gleich nochmal beweisen. Und dann noch eine schöne Urlaubszeit euch. Danke. Danke. Danke.
Fingerspitzengefühl. Vorne schaut es eingedrückt. Geht das schon. Okay, hat viel Spaß gemacht. Mein Akku war am Ende dann irgendwie leer. Ich war schlecht vorbereitet. Aber Patrick hat es richtig drauf. Er macht sogar die Salzos mit den Autos, nicht nur beim Wasserspringen. Und hat Spaß gemacht. Okay. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg noch. Danke. Danke. Wir haben drei total heiße Sportler da, die unbedingt gut machen möchten. Aber natürlich braucht man noch den vierten Teilnehmer für das Team 6. Ja, einer. Ja, der Sportler hier, oder? Ja, so sieht das aus. Weil hier sind auch viele Wintersportler und die müssen natürlich dann auch Biathlon am Strand machen. Kann man ja nicht genug vorkriegen. Görgi, ich weiß ja, du machst ja eine. Ja, ein YouTube-Sender und du berichtest ja täglich live vom Champion des Jahres. Kannst du dir vorstellen, ganz überraschend, ganz spontan, so wie du ja auch bist, hier mit dem Biathleten mal mitzumachen? Hättest du da Lust zu? Bin ich dabei, deswegen bin ich hier. Hast du dich schon angemeldet in der Mannschaft? Nee, noch nicht, aber ich springe mal so ein. Manni, Görgi, zum ersten Mal hier live dabei beim Biathlon bei uns. Daniel, Daniel ist wunderschön Biathleten und das ist ein einfacher. Bei der Kälte im Winter oder hier am Strand bei der Wärme? Also ich glaube einfacher ist es definitiv im Winter. Für mich ist das hier mit der Hitze überhaupt nichts. Ich bin schon am Kämpfen, nur beim Rumstehen. Von daher allerhöchsten Respekt an euch, die sich das jetzt hier noch freiwillig antun. Und ich bin mal gespannt, wie sich alle schlagen. Ja. Ihr trainiert aber auch im Sommer, ihr habt dann diese Inline-Skates. Genau, das sind Skiroller, das sind so zwei Adelstangen, wo vorne und hinten jeweils eine Rolle dran ist. Und wir laufen natürlich auch viel. Mehr Spaß macht man mit echten Skiern. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind wirklich Wintersportler durch und durch. Und von daher ist das jetzt so von den Bedingungen, von den äußeren Bedingungen, so das komplette Gegenteil. Aber du hast ja wahrscheinlich die perfekte Ausdauer, dass das jetzt für dich so ein bisschen Pillefalle ist, ne? Ein kleiner Platz, oder? Wie gesagt, also bei der Hitze tue ich mich echt schwer. Grundsätzlich ist das sicherlich machbar, aber... Und man trainiert ja sonst auch unter Wettkampfbedingungen wahrscheinlich meist, ne? Ja, schon. Das ist dann hier jetzt eher schon eine Umstellung. Ja, ja, total. Bin ich mal gespannt. Ich auch. Ich kann irgendwie mitteilen. Ja, Vollgas. Genau. Danke dir. Ja. Schießen, da habe ich ein bisschen Schiss vor, weil das bedeutet wahrscheinlich viele Strafrunden und da muss ich noch mehr rennen und bei dem Wetter ist das nicht gerade angenehm. Aber wir gucken mal. Ich glaube auch unser Gewehr ist ein bisschen verstellt und schlecht kalibriert, das heißt wir haben einen Nachteil, aber das kenne ich ja schon, da muss man hart sein und durch. Und ich guck mal. Ja.
Ich hab den roten Vogelfokus gesehen. So wie das aus. Unser Schießstand ist leider defekt. Spaß gemacht, war anstrengend. Ich hatte natürlich das Glück, dass bei mir die Skischeiben nicht funktioniert haben und aus waren. Dann konnte ich 9 Strafrunden laufen und in der 10. Runde wurde festgestellt, dass das Ding kaputt ist. Aber ich sag mal so, Cardio bei hübschem Wetter, ein bisschen Kalorien verbrannt, ein bisschen die Plauze wieder wegbekommen, kann ja auch nicht schaden. Ne? Und Spaß macht das allemal. Und ja, jetzt muss ich mal runterkommen. Ich mache hier mehr Sport als zu Hause und ich bin in Ägypten, das gibt's gar nicht.